Es gibt Unentschieden, über die freut man sich wie über einen Sieg, aber diesmal fühlt es sich doch an wie eine Niederlage. 2:2, ein spätes Gegentor gegen den LASK. Ja, Ali Hamdemir, in der 94. Minute ein Gegentor, das tut besonders weh. Ja, natürlich, es ist nach 94 Minuten, wenn du ein Tor kriegst, es ist immer bitter, aber wir sind eigentlich selber schuld, weil wir dreimal allein auf dem Tormann grenzt sind. Und da können wir heute 4-5 Tore schießen und dann sagt auch keiner was. Früher hast du sogar gesagt 6 Tore. 6 Tore ist immer gut, aber heute war wirklich so, dass wir 4-5 Tore schießen haben können. Aber wenn man es halt macht, dann kriegt man es halt. Fabian, da gab es eine Szene in der ersten Halbzeit. Ich glaube, die geht dir noch ein paar Mal durch den Kopf. Ja, das stimmt. Ja. Nein, Riesentorchance, den muss ich machen. Aber ich war ein bisschen überrascht, dass der Ball so gut gekommen ist im Reinkommen. Und auf einmal bin ich allein vor dem Tor gestanden. Und der Tormann ist gut rausgekommen, hat mir den Winkel verkürzt. Und ja, ich habe mir gedacht, die Tür wird einfach vorbei. Ich habe nicht viel Zeit zum Überlegen gehabt, aber bin leider gescheitert. Ja, Trainer Mani Bender, nach dem 1:1 gegen Austria Salzburg haben wir uns gefreut über den Punkt, den wir uns erkämpft haben. Aber der heutige Punkt gegen LASK ist wahrscheinlich einer, über den man sich eigentlich fast gar nicht mehr freuen kann, so wie er zustande kam. Ja, wenn man nach dem Spiel in die Kabine reingeht, dann war natürlich jeder, die komplette Mannschaft war natürlich total niedergeschlagen. Es ist ganz klar, weil wenn man so eine Top-Leistung abruft, wie was wir heute getan haben gegen den LASK, dann ist es natürlich schade, dass wir halt in der Nachspielzeit das 2:2 kassiert haben. Aber ein bisschen sind wir auch schon selber schuld, weil wir halt einfach die Konter zum 3:1 und zum 4:1 müssen wir einfach nutzen. Wenn man zweimal oder viermal alleine auf den Torwart zugeht, dann muss man halt einfach irgendwann einmal auch ein Tor machen. Ja. Ja, du hast selber lange Zeit in Oberösterreich gespielt, jetzt schlägt dein Herz nur noch für Kärnten. Was habt ihr euch vorgenommen für diese Partie heute, vor allem nach diesem 0:2 im Hinspiel? Also wir wollten unbedingt gewinnen, weil wir haben auch gewusst, dass wir da daheim, vor allem vom eigenen Publikum, eine Chance haben. Und so haben wir auch gespielt, so sind wir auftreten, aber es hat halt nicht gereicht. Und ja, jetzt müssen wir weiterschauen und weiter tun. Der Auftrag des Trainers vor dem Spiel war austeilen und einstecken. Und ich glaube, das hat man auch gemacht. Ja klar, also beide Seiten haben wir viel aggressiver gespielt und wir haben auch wirklich sehr gut dagegen gehalten. Und es war eigentlich ein sehr gutes Spiel von uns, aber das Ergebnis ist halt leider nicht so, wie wir es sich erwünscht haben. Bis zur Halbzeit habe ich damit gekämpft, aber ja, und dann eben noch den 2:1, wo ich auch beteiligt war. Das war dann wieder der Knips eigentlich für mich, dass ich wieder umgeschalten habe und mich auf meine Leistung konzentriert habe und probiert habe, das abzurufen. Und ich glaube, das ist mir heute im gesamten Spiel, mir und auch der ganzen Mannschaft, sehr gut gelungen. Ja. Was war denn eigentlich los plötzlich vor dem 2:1? Ein Slalomlauf durch 3-4 Gegenspieler, also so kennt man dich ja nicht einmal in den besten Zeiten. Ja, die besten Zeiten, die kommen erst. Jetzt fängt es erst an. Ich glaube, ich bin gut in Form. War jetzt lang verletzt, habe bei den Amateuren wieder 2 Spiele gemacht, Selbstvertrauen geholt und das habe ich heute auch mitgenommen, auch gegen LASK. Braucht wohl keinen Respekt haben, oder Respekt schon, aber keine Angst haben, und ich glaube, dass ich bin von mir überzeugt, dass ich in 16 einigen kann und auch mit 1-2 ausspielen kann, und heute war es so, ist aufgegangen zum Glück. Kann natürlich anders auch gehen, dass ich in einen Konter kommst, aber heute ist so passiert und wir haben so das 2:1 gemacht. Da ärgert sich wahrscheinlich speziell ein Offensivmann, wie es der Mani immer gewesen ist. Hättest sicher die ein oder andere Idee gehabt. Ja, das geht ja hier nicht jetzt um mich, ja, sondern es ist einfach schade, weil wir wirklich eine überragende Leistung heute geboten haben und wir haben uns einfach nicht belohnt. Wenn wir das 3:1 machen, glaube ich, dann macht der LASK noch mehr auf und dann, glaube ich, kriegen wir noch die ein oder andere Konterchance. Aber leider sitzen wir jetzt hier mit einem 2:2 da. Vor dem Spiel hätte man wahrscheinlich schon gesagt, ja, Punkt gegen den LASK ist top, aber nach diesen, sage ich mal, 96 Minuten, ja, ist es, sage ich mal, nicht verdient. Ja. In der Schlussphase warst du schon draußen, sicherheitshalber ausgetauscht worden nach der gelben Karte. Wie hast du das erlebt und wie waren deine Emotionen in den letzten Minuten, als die Austria noch in Führung war? Ja, ich habe immer auf die Uhr geschaut, das war die 88. Minute und die Minuten sind immer so lang und im Spiel merkst du es ja gar nicht, es vergeht immer schneller, aber auf der Bank ist halt der Wahnsinn, da kannst du nichts machen und bist halt, die Hände und Füße sind gefesselt und hast halt immer gehofft, dass nichts passiert, aber leider ist halt, haben wir das Glück nicht auf unserer Seite gehabt. Was nehmen wir mit aus dieser Partie, aus dem 2:2? Trotzdem Motivation für die nächsten Runden? Ja klar, wir haben gegen einen Aufstiegskandidaten haben wir
super gespielt. Wir waren die bessere Mannschaft eigentlich. Wir haben auch die klar besseren Chancen gehabt und wir hätten die Partie eigentlich gewinnen müssen. Aber ja, der liebe Gott hat nicht dabei geschaut. Und jetzt wieder Sky Go Erste Liga. Ja, ich habe mich riesig gefreut. Also ich habe mich schon gefreut, auch mit der Mannschaft wieder mitzutrainieren, Vollgas. Und ich habe mich natürlich, wollte mich einfach in die Auslage spielen, weil ich war vorher gut drauf und das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte jetzt nicht nachlassen, sondern eher noch eine Scheiferle drauflegen, sage ich mal. Und ich glaube, das ist mir sehr gut gelungen und ich bin froh, dass mir der Trainer gleich das Vertrauen gegeben hat oder die Trainer, dass ich gleich wieder von Beginn an spielen habe dürfen. Und ich glaube, ich habe das heute relativ gut gemacht. Ja, zweite Halbzeit dann ausgewechselt, ausgepowert, natürlich nach so viel Einsatz, so viel Kampf, so viel Leidenschaft. Dann hast du zugeschaut und hast gesehen, wie die Mannschaft dann ganz am Ende in der 94. Minute das 2:2 hinnehmen musste. Was denkt man sich da? Ja, ganz bitter. Also ich weiß nicht, 6 Minuten Nachspielzeit, ich glaube, das ist einfach zu viel vom Schiedsrichter, weil brauchen wir es nicht immer auf den Schiedsrichter ausreden. Natürlich hat er ein paar Fehlentscheidungen meiner Meinung nach gemacht, aber es ist egal, wenn man von die Chance macht und wir haben 400-500er gehabt, wirklich die, was man machen muss. Da war ich, der Reiko und Konsorten und wenn wir die eine haben, schaut die Welt anders aus. Und zum Schluss natürlich kommst du die letzten 10, 15 Minuten unter Druck. Der Lask ist ja nicht irgendwer. Ja, und dass es dann wirklich in den letzten Minuten passiert, ist natürlich doppelt bitter. Und ja, weil es hilft nichts. Du, vor allem Dienstag spielen wir in Neustadt, müssen wir wieder den Kopf aufhören und uns aufs nächste Spiel konzentrieren. Ich freue mich über die Leistung, was wir heute geboten haben. Wir haben einen Lask am Rande einer Niederlage gehabt, ja, zu Hause. Und das ist das Entscheidende. Und das, da nehmen wir die positiven Sachen mit und das ist das Wichtigste. 96 Minuten, also lange, lange Nachspielzeit war das. Ja, ich habe es zuerst schon gesagt, ich bin auch schon relativ lange im Geschäft, aber 6 Minuten Nachspielzeit habe ich sehr selten gesehen, eigentlich nie. Ja, wenn, dann gibt es 3-4 Minuten. Aber gut, es ist jetzt in der 95. oder 96. ist jetzt nichts passiert. Also ist es jetzt auch der müßig, über die 6 Minuten zu reden. Ja. War das in der Schlussphase auch so, dass du dir gedacht hast, jetzt könnte dieser verdammte Treffer doch noch fallen? Ja, ist er ja, aber leider auf der verkehrten Seite. Ja, der Stefan hatte sogar noch nach dem 2-2 eine riesen Konterchance. Also das ist ja durchlaufen. Ja, oder weiterlaufen und dann querspielen, dann gewinnen wir sogar in der 95. nur das Spiel 3-2. Ja, das wäre schön gewesen. Ja, das ist schade. Ja, das ist dann die Cleverness, ja, wo dann andere Mannschaften noch 3-2 gewinnen. Ja, ja, wir spielen eigentlich immer so, dass wir halt gewinnen wollen. Und gegen Wiener Neustadt werden wir auch auswärts versuchen, dass wir gewinnen. Und am Freitag ist daheim ist sowieso immer das Ziel, dass wir gewinnen. Und so werden wir auch weitermachen. Und wie es dann ausgeht, das werden wir eh sehen. Aber wir haben jetzt dann nur dazwischen 2-3 Trainingseinheiten. Da werden wir gut regenerieren und dann sind wir wieder topfitter. Ja, Oliver Glasner, Sie haben gerade gesagt, Kärnten ist schön. Ja, stimmt natürlich. Ein wunderschönes Bundesland. Bietet alles im Sommer, herrliche Seen, im Winter kann man Skifahren. Man kann in einem der schönsten Stadien in Österreich Fußball spielen, wie wir heute gesehen haben. Leider würden wir uns alle wahrscheinlich mehr Zuschauer wünschen, dann wäre das Ganze von der Atmosphäre noch toller. Ich denke aber, jeder, der heute gekommen ist, hat ein großartiges Fußballspiel gesehen. Für einen neutralen Zuschauer mit unglaublich vielen Torchancen auf beiden Seiten, mit 4 Toren. Für einen Manni Bender und für mich war es, denke ich, eher nervenaufreibend, aber für einen neutralen Zuschauer war es sicherlich eine tolle Partie. Und für unsere Fans, die weite Reise hier angenommen haben, war es mit einem Happy End dann auch noch schön. Ja, man sieht jetzt schon, wie wir heute gespielt haben und wie wir im Auswärtsspiel beim LASK agiert haben. Ja, also ich glaube, die Jungs wissen, dass sie mithalten können, dass wir mitspielen können, egal ob im Fußballerischen, im Kämpferischen und im läuferischen Bereich sind wir mit Sicherheit ebenbürtiger. Du hast immer gesagt, vor dem Start der Saison, die Mannschaft muss den Kampf annehmen, sie muss wissen, nicht nur schön Fußball spielen. War das heute so ein Paradebeispiel, genauso wie man es machen muss in der Liga? Jetzt musst du mal heute unsere Mannschaftsaufstellung anschauen, die Startelf. Ja. Da waren 10 Mann drin von der Aufstiegself. Bürcher war der Einzige, das waren also alles Regionalligaspieler, die was mit hochgekommen sind, die heute hier gegen den Top-Favoriten der Liga gespielt haben. Ja. Ist dir noch gar nicht aufgefallen, oder? Doch, doch, aber ich wollte nur dich selber das erzählen lassen. Nein, das sieht man, und daran sieht man doch, wie sich die Jungs entwickelt haben. Ja. Der Punkt war ein Punkt der Moral, des Willens, der Einsatzfreude meiner Spieler, die einfach dann noch einmal wirklich bis
zur letzten Minute alles versucht haben, auch daran geglaubt haben, den Ausgleich noch erzielen zu können. Es war dann auch symptomatisch, dass wir dann nach dem Ausgleich plötzlich noch immer mit 7 Spielern angegriffen haben und Klagenfurt dann... Was über Liefering? Ja, Klagenfurt noch einmal eine Konterchance gehabt hat. Aber das kreide ich ihnen nicht an, sondern das zeigt einfach den unbändigen Siegeswillen, den die Burschen haben. Die spielerische Leistung von uns war heute sicherlich nicht grandios, aber wir freuen uns, dass wir hier noch punkten können haben gegen eine sehr, sehr gute, offensiv sehr, sehr gefährliche Klagenfurter Mannschaft. Ich wollte mir eigentlich vorgenommen gehabt, dass ich heute vielleicht ein Tor mache. Ich meine, es geht nicht immer auf, aber jetzt mal, müssen wir halt nächste Woche wieder vor in Neustadt. Vielleicht gelingt es mir da. Vielleicht kriege ich wieder so eine Chance. Davon bin ich überzeugt, weil wir haben genug klasse Fußballer in der Mannschaft, die auch solche Situationen ausspielen können. Und ich hoffe, ich darf oder ich kann nächste Woche wieder abschließen, aber mit Erfolg. Ja, und das nächste Spiel, Wiener Neustadt gegen Austria Klagenfurt am Dienstag, gibt es dann auch live in unserem Fanradio auf austriaklagenfurt.at. Und der Fabian ist dann mit dabei auf dem Platz und wir freuen uns. Danke.